Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier bei Cattle on Cops. Wir fahren jetzt zu Feld Nummer 48 und werden dort die Aussaat vornehmen mit Körner Mais. Ja, Lufttemperatur ist eigentlich ein bisschen kalt mit 7 Grad, ne? Aber gut. Ist auch ein bisschen abhängig, wie das Wetter in weiteren Verlauf ist. Wenn es dann 3-4 Tage später noch richtig heiß wird, dann ist es natürlich sicherlich von Schaden, ne? Ferien auf dem Land. Die Nummer anwählen. Ob es sie wirklich gibt. Hier auch nicht. Und hier ist der Händler oder sowas. Ja. Wir folgen mal der blauen Linie von der Karte. Unten im kleinen Menü. Na, hier ist Verkaufsstelle. Wir nähern uns dem Feld. Wo ist das hier genau? Geradeaus. Ich weiß nicht, wie die Fahrzeuge hier reagieren, ob das ob die da entsprechend wie Beton sind, wie LS. Da passen wir lieber auf, ne? So, wo ist Feld 48 erreicht? Kommen wir am besten hin. Natürlich am Feldrand, ne? Oh, nicht so schnell. Wenn wir Position bringen. Ups. So, jetzt heißt das Kursplay und Programmieren, ne? Hier wird es eher so sein, dass man da einen Fahrer einstellt, ne? Also, da man so und man der Sohn sagt, hier, du Klaus Peter, Feld 48 ist so die Aussaat zu machen, und dann schickst du ihn los. So. Fahr auf das Feld. Das ist allzu schnell, der Bursche. Senke die Maschine. V. B. Sehe die erste Bahn. T. Nehmen wir Tempomat, das ist am besten, anderen zu schnell. Sehe die erste Bahn. Die Lenkanzüge zählt meist im Einzelkornsaat. Mit einem Reihenabstand von 75 cm. Der Reihenabstand ist von einem allen, vor allem bei der Körner Maisernte entscheidend. Und später mit dem Schneidfeld ohne Verlust geerntet zu werden. Mhm. Entschuldigung. Ich glaube, wenn verschluckt. Sehe die erste Bahn. Das kann man schon sehen, wie es noch optisch zu sehen ist, ne? Verbrauch ist relativ gering. Das geht. War ein Gewicht dran? Dem Fall nicht, anscheinend zu schwer genug. So, schalte die Maschine aus. Hebe das Gerät. Der Bruder ist zu schwer. Der rollt weiter. So, senke. Anschalten und T. Wir machen ein Tempomat an, das ist besser. Das ist, können wir uns lenken konzentrieren, ne?
solange unsere Lenkung nicht nicht reagiert, keine Ahnung warum, muss man nächstes Mal die Software starten von Logitech im Hintergrund. Dann geht's vielleicht. Die rasen hier mal ganz schön lang hier. Ja, jetzt haben wir Mitte April. Das ist aber riskant, ne? Im Norden wäre oft noch bis Mitte Mai Bodenfrost gefahren, ne? Also im Norden würde ich mal eher sagen, Maisaussaat frühestens im Mai. Wenn die Vorhersage für die nächsten 10 Tage keine Nordlage voraussagt, dann kannst du es vielleicht riskieren. Und sonst ist es gefährlich. Aber das ist regional unterschiedlich. Denk mal im Süden, das ist eher anders, da ist ein bisschen wärmer. Und daher kann es überall anders sein, ne? Um den Fortschritt des Seefangs zu überprüfen oder mögliche Fehlerstellen zu finden, wo man einmal nachgabeln sollte, kann die Saat nacharbeiten, ist Blödsinn. Weil wenn der Abstand jetzt da ist, dann ist nacharbeiten, dann ist das ja, ne, hinfällig. Gut, F1. Karte. Im Besitz. So, Mais. 12,8% Fortschritt, Stickstoff, ne? Na gut, das Düngerstatus, ne? Etwas Rechenzeit kann man wie bei anderen Boden eigentlich auch genau sehen, welche Feldpunkte gegruppert, gesät oder gepflügt sind. Diese Bodenzustände werden alle zusammen angezeigt, daher teilen sich einzelne Headmap-Funktionen. Aha. Weiter. Sind wir jetzt unser Feld, das hier, ne? Okay, ja gut, Gruppe. Lockerung. Schließe das Menü. Gut. Das ist alles, was du zuerst aus mit der Saat mit Auge zieht wissen musst. Du kannst weitermachen oder es fällt ohne Bearbeitung überspringen. Überspringen natürlich, ne? Das wäre auf Dauer ja zu langweilig erstmal, ne? Achso. Weiter. Überspringen. Die Seemaschine ist nicht ganz leer geworden. Übrige Sachen kann man am Hof eingelagert werden und später neu zu verwenden. Aha. Schalte die Maschine aus. Hebe die Maschine. Klappe die zusammen. Fahre zum Hof. Okay, mal Lenko geht ja nicht. Also gucken wir ein bisschen eine Karte unten links, den blauen Strich brauchen wir jetzt. Gibt es auch die Möglichkeit mit Dings zu fahren automatisch? Geht auch mit N. Soweit angenehmer, ne? Man kann ein bisschen gucken. Und er fährt hier zügig. Ne? 40 km/h. Ein bisschen gucken für ein Flüsschen hier. Brücke, Kreisverkehr. Ja, da fährt schön auf dem Zahn drauf, ne? Wie schnell kann man nicht erkennen. Und auch rechts. Machen wir die Innensicht. Schön, schön. Gegenverkehr. Ach, da ist auch die Geschwindigkeit. 50 km/h. Auto.
Ja, da hat Tesla einen Scheiß dagegen, ne? Aber ich habe mal früher gesagt, die Pferde wissen man nach Hause, wo es nach Hause geht. Darum muss ein Traktor auch können normalerweise. Wieso Anrechner so heiß? Gerade mal gelüftet, also. Oder ist die Belastung ja so hoch? Dass die Grafik entsprechend höher ist als beim LS. Ich habe ja nun sehr hoch eingestellt auf Ultra und das könnte sich bemerkbar machen. Aber es ruckelt nicht, es zuckt nicht, also es läuft ganz gut. Da ist unser Hof. Ob es da noch mehr Möglichkeiten gibt? Naja, zum Anfang reicht's ja, ne? Geht hier von Milchkühen und so, ne? Da wenn du Dings hast hier, Bullen, dann musst du auch Milchkühe haben. So. Fahren in den Palzablett und halte an. Wo sind die? Das ist vorbeigefahren, der Junge. Dann wende mal ganz kurz. Ja, die Miete ist auch wieder da. Ja. So. Start. Müssen wir alle Paletten aufschauen. Ah, da die Säcke. Ja, das ist interessant, dass wir Säcke auftauchen, ne? Aber reell wäre es so, dass wahrscheinlich eher, ja. Da handelt sie auch. Ob hier Holz rum drin ist? Eher unwahrscheinlich, ne? Das ist Eiche. Man hat früher mal Eiche oder Buche genommen für Fachwerk. Das untere Holz ist meistens Eiche, also die untere. Der Rest kann Buche sein. Eher wahrscheinlich, weil Eiche ziemlich teuer war. Und Buche ist genauso gut geeignet als Fachwerk wie Eiche. Muss nur trocken sein, ne? Muss lange lagern, bevor man das überhaupt verwenden kann. Sonst wird es beim Trocknen Risse geben im Mauerwerk. So, was ist nun los hier? Wir hatten noch ziemlich viel gehabt. So, was kommt das nächste? Entlademaschine, da sind wir bei. Was kommt jetzt? Feierabend. Besteht, lass uns noch sehen, ob aus dem gesäten Mais geworden ist. Ah, so, streng. Die Tafel ging schnell. Gewitter, Regen. Das Resultat lässt sich sehen. Der Mais ist nach wenigen Tagen ausgehärtet. Die Pflanzen entwickeln sich gut. Um weiteren optimalen Wachstumsverlauf zu garantieren, solltest du deine Pflanzen wirklich düngen. Genau erfährst du das Tutorial düngen. Gedüngt haben wir schon mal, ne? So, das wäre es vorher schon gewesen. Für Feldarbeit. Ja, wir haben noch ein paar Punkte zu machen. Das machen wir nächste Woche. Ich sage heute mal Tschüss und Ciao. Schönen Dank fürs Reinschauen. Und nächste Woche sehen wir, wie es weitergeht. Tschüss.